Mit seiner Erfolgsshow Grill den Hänsler hat sich Steffen Hänsler nicht nur in die Herzen der Gourmets gekocht, sondern auch das Herz der einen oder anderen Frau erobert. Drei Kinder von drei verschiedenen Müttern sind die abenteuerlustige Bilanz seines Liebeslebens. Wie heißt es so schön, Liebe geht durch den Magen. Spätestens seit Steffen Hänsler 2006 die TV-Küchen erobert, erschließt sich der Sinn. Wenn der attraktive Sternekoch den Kochlöffel schwingt, dann verfallen ihm die Frauen reihenweise. Nicht zuletzt der Charme des Hamburger Gastronomen macht die Vox-Show Grill den Hänsler zu einem vollen Erfolg. Steffen Hänsler ist das Aushängeschild der Hamburger Kochszene. Ihm liegt nicht nur das Kochen, sondern auch das Flöten mit der Kamera im Blut. Doch bei welcher Frau darf der Schambolzen seine Flirtkünste zu Hause testen, seit seinem ersten Gastauftritt in Rainer Saas? BR Show 2006 bringt Steffen Hänsler die Herzen mit seinen Kochkünsten zum Schmelzen. Mal zu Gast bei Lanz kocht, mal solo in seiner eigenen Show, das vorwiegend weibliche Publikum liebt den schlagfertigen Koch. Trotz seiner wachsenden Karriere erobert der gebürtige Neuenbürger aus dem Schwarzwald nebenbei die Frauenwelt. Mit 47 Jahren schaut Steffen Hänsler heute auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Bereits mit 20 Jahren schloss der Womanizer in Las Vegas mit seiner Jugendliebe den Bund der Ehe. Auf eine kinderlose Partnerschaft folgte die Trennung. Die Mutter seiner ersten Tochter, die 2007 geboren wurde, ist bislang nicht bekannt. Mit der Hamburgerin Nadia Braun barg Steffen Hänsler nur ein Jahr später den zweiten Anlauf. So kann sich seine mittlerweile einjährige Tochter im Juni 2008 über die Geburt ihrer Halbschwester Sookie Scholz freuen. Doch auch die Liebe zur Freundin Nadia war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Schon 2009 erscheint der Fernsehkoch mit der Werbetexterin Kathi auf dem roten Teppich. Über sich selbst verrät der untriebige Star-Koch 2011 bei Tschätzchen teilt: Ich habe ein Bindungsproblem. Nach ein paar Jahren erledigen sich die Beziehungen. Ich weiß auch nicht, was da schief läuft, auch wenn die Beziehungen immer wieder scheitern. Zwei Frauen stehen bis heute im Mittelpunkt seines Lebens. Für seine zwei Mädchen schlüpft Steffen Hänsler mit Vorliebe in die Rolle des Superdaddies. Meine Töchter spielen die Hauptrolle in meinem Leben. Mein Tagesplan richtet sich nach ihnen. Nach einer kurzen TV-Auszeit steht der hübsche Starkoch seit 2019 erneut für Grill den Hänsler vor der Kamera. Seine Rückkehr bringt natürlich die Gerüchteküche zum Brodeln. Hat Steffen Hänsler sich in den vergangenen Monaten etwa der Liebe wegen zurückgezogen? Auch wenn der Wahlhamburger im Fernsehen gerne aus dem Nähkästchen plaudert, sein Privatleben bleibt nach wie vor ein Tabuthema. Allzu große Hoffnung sollten sich seine weiblichen Fans trotzdem nicht machen, denn eine neue Frau soll längst das Herz von Steffen Hänsler erobert haben. Über seine aktuelle Freundin ist wenig bekannt, doch die Yoga-Lehrerin soll bereits 2018 das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht haben. Still und heimlich ist Steffen Hänsler im Mai des Jahres Vater eines Sohnes geworden. Trotz des frischen Vaterglücks schweigt der Starkoch weiter eisern über die Beziehung zu seiner Freundin und den gemeinsamen Sohnemann.
Weibliche Fans müssen weiter fleißig Vox einzuschalten und auf ein paar Insider-Infos vom Star-Koch höchstpersönlich hoffen. Steffen Hensler ist ein wahrer Frauenschwarm. Doch dieses heiße Exemplar ist auch nicht von schlechten Eltern. Ralf Schmitz privat: Diese Frau hat das Herz des Komikers erobert. Kai Pflaume: Das ist seine schöne Frau Ilke. Jamie Oliver bestraft seine Kinder mit Chili. Steffen Hensler: Bittere Klatsche für den TV-Koch. Grill den Hensler: Juroren lästern über Steffen Hensler. Barbara Schöneberger: Wer ist ihr erfolgreicher Mann?